Dieses Video ist entstanden mit der freundlichen Unterstützung von CevDesk. Wenn du mehr über CevDesk erfahren willst, dann schau das Video bis zum Ende und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Der Hintersee liegt eingebettet in den Zauberwald bei Ramsau im Berchtesgadener Land in Bayern. Es war nicht mein erster Trip nach Berchtesgaden und auch nicht zum Hintersee. Das letzte Mal, als ich dort war, habe ich den Hintersee komplett zugefroren und mit viel Schnee vorgefunden. Diesmal wollte ich die Spiegelung im Wasser fotografieren und dafür war der Herbst perfekt geeignet. Der Wetterbericht hat leider nicht unbedingt das Beste vorhergesagt für den ersten Abend, aber natürlich probiert man trotzdem aus. Man kann ja auch mit einer etwas moodyhaften Stimmung ein super Ergebnis hinbekommen und von daher sind wir natürlich hingefahren und haben natürlich die ersten Fotos gemacht. Einfach auch, um schon zu gucken, welche Perspektiven man dann eventuell bei besserem Wetter am nächsten Morgen fotografieren kann. Und natürlich waren eine ganze Menge andere Fotografen da. Wie hätte man es auch anders erwarten sollen? Der Hintersee ist nun mal einer der Spots überhaupt in Bayern. Und von daher muss man immer damit rechnen, dass man auf viele andere Fotografen trifft. Und wenn es dann darum geht, die beste Perspektive zu bekommen, dann muss man vielleicht auch mal ein bisschen früher aufstehen, beziehungsweise ein bisschen früher am Spot sein, um dann auch seine gewünschte Perspektive bekommen zu können. Um die perfekte Spiegelung zu bekommen, muss die See natürlich komplett ruhig sein. Dafür ist es wahrscheinlich morgens sogar besser als abends, weil man dort meistens eine ruhigere See vorfindet. Deswegen kann ich dir nur persönlich empfehlen, gehe auf jeden Fall morgens vor Sonnenaufgang dorthin, damit du die perfekte Chance auf eine perfekte Spiegelung hast. Der erste Abend ist leider nicht perfekt verlaufen. Das Wetter hat nicht optimal mitgespielt und von daher haben wir dann irgendwann uns dazu entschieden, noch was gemütlich essen zu gehen, ein Hotel zu suchen und am nächsten Morgen unseren zweiten Versuch zu starten. Mir war natürlich auch bewusst, dass wir am nächsten Morgen auf viele andere Fotografen treffen werden und von daher war es für mich ganz entscheidend, möglichst früh aufzustehen, möglichst früh am Spot zu sein und trotzdem waren schon andere Fotografen vor uns da. Es ist also gar nicht so einfach, immer seine
perfekte Perspektive dort zu bekommen. Man muss sich auch mit anderen Fotografen arrangieren und natürlich gehört es auch dazu, mit anderen Fotografen zu interagieren, zu quatschen und dann kann man natürlich auch mal die Perspektiven tauschen. Jeder kann mal an einem bestimmten Spot, das ist also überhaupt kein Problem, da einfach miteinander zu interagieren und das macht natürlich auch eine ganze Menge Spaß, mit anderen Fotografen zusammen dort eine bestimmte Szenerie zu fotografieren und sich auch ein bisschen austauschen zu können. Für mich ist es immer ganz entscheidend, dass ich mein Stativ mit dabei habe, dass ich also nicht aus der Hand fotografiere, sondern ich probiere eigentlich immer vom Stativ aus zu fotografieren, damit ich wirklich auf den Zentimeter genau meine Komposition auch erstellen kann, meine Komposition planen kann. Und gerade dann, wenn ich auch anfange mit Filtern zu fotografieren, wie zum Beispiel ein Polfilter oder auch ein Verlaufsfilter, und auch wenn wir morgens vor Sonnenaufgang irgendwo unterwegs sind, dann braucht man eine längere Belichtungszeit und dann ist ein Stativ einfach unabdingbar. Ich probiere auch immer mit dem niedrigsten ISO-Wert wie überhaupt möglich zu fotografieren, damit wir auch kein Bildrauschen im Bild erzeugen. Und deswegen ist für mich ein Stativ auf jeden Fall immer das wichtigste Hab und Gut, wenn ich unterwegs bin. Manchmal kann man dem Wetterbericht einfach nicht trauen. Gestern Abend hieß es noch, heute zum Sonnenaufgang wird es richtig sonnig. Und jetzt ist es eigentlich genauso wie gestern Abend. Es sagt sogar der Wetterbericht, dass es eigentlich regnen soll. Das tut es zum Glück nicht. Aber so richtig happy bin ich mit den Shots halt doch nicht geworden. Aber manchmal ist es halt so. Man muss als Fotograf oft zu einer Location kommen, bis man das gewünschte Ergebnis hat. Hier ist es jetzt so. Ich habe jetzt hier leider keinen weiteren Versuch, aber ich komme auf jeden Fall in ein paar Monaten nochmal wieder, wenn es dann wieder besseres Wetter ist. Vielleicht so im Frühling, Anfang Sommer. Und dann sollten wir hier auch einen richtig geilen Shot hinbekommen. Nochmal vielen Dank an Safdesk für die Unterstützung dieses Videos. Safdesk ist eine Online-Buchhaltungssoftware, welche dir deine Buchhaltung extrem vereinfacht und deine Belege digital abspeichert. Dazu habe ich ein gesamtes Video erstellt, welches ich dir oben nochmal verlinke.